Moin! Jo, ich wollte euch heute mal wieder ein Modell von der Marke Magnum, Burger Magnum vorstellen, nämlich das B&B. Ja, da gehen erstmal die besten Grüße und mein herzlichster Dank an den Kai raus, der mir dieses Messer hier zur Verfügung gestellt hat. Ja, ebenfalls bedanke ich mich für die tollen Goodies und den tollen Brief. Den fand ich ehrlich gesagt von all den Dingen wirklich am besten. Tolle, tolle Zeilen. Vielen, vielen Dank, Kai. Du hast mir dieses Messer rumgeschickt, damit ich mir mal anschaue, was dazu sage. Und danach darf ich es behalten. Ich werde es halt natürlich nicht behalten. Das wird weitergegeben. Also zu diesem Video wird dann irgendwann nochmal in den nächsten Wochen ein weiteres folgen, wo ich dieses Messer dann verlose. Wird mir eine Freude sein, das weiterzugeben. Von daher, mein großer Dank geht an Kai raus. Immer, immer toll, solche Aktionen. Als ich das Messer bekommen habe, war mein erster Gedanke, sehr coole Linie. Das ist rein von den Burger Magnum Messern, die ich so kenne, mit die coolste Linie, die ich je gesehen habe. Allerdings bin ich jetzt auch nicht so richtig drin, was alles bei den Budget China Messern rausgekommen ist in den letzten anderthalb Jahren. Deshalb, falls da irgendjemand weiß, ob dieses Modell von Enlan hergestellt wird oder von anderen Herstellern, das wäre ganz schön. Burger Magnum kauft ja oft ein und labelt, lässt die Modelle dann einfach auf Burger Magnum labeln. Von daher könnte ich mir das gut vorstellen, dass dem so ist. Wer da also einen Tipp hat, gerne, gerne her damit. Wie gesagt, die Linie finde ich großartig. Mit das schönste Klappmesser, das ich von Burger Magnum je gesehen habe. Und diese Linie wird sich in jeder anderen Modell-Markenlinie super machen. Großartiger Griff, erinnert mich so ein bisschen an die Rockstead Higo Modelle, so vom Griff her. Sehr universell, liegt sehr gut in der Hand, eine tolle Klinge, Flachschliff, Full Flat Grind, gefällt mir alles sehr, sehr gut. Bevor ich mal mit den positiven Sachen loslege und den Daten, werde ich mal gleich mit dem größten Kritikpunkt reinballern. Dieses Messer hat keinen Clip. Ja, das ist für mich ein Dealbreaker, ehrlich gesagt. Eigentlich ist es ein tolles, tolles Teil und ich würde es wahrscheinlich auch tragen. Werde da noch ein paar gute Sachen zu sagen haben über dieses Messer, aber dass es keinen Clip hat, finde ich schon sehr, sehr ätzend. Da sollten sie meiner Meinung nach nachbessern. Sonst im Großen und Ganzen kann ich da nicht viel Negatives sagen. Der Stahl könnte besser sein, kommen wir aber noch drauf. Der Preis, okay, also es sind so alte Dinge, aber da kommen wir noch drauf. Ansonsten ist das Einzige, was mich hier wirklich stört, dass es keinen Clip hat. Wir haben eine Gesamtlänge von 22 cm, für mich fast das Optimum. Eine Klingenlänge von 9,5 cm. Der Klingenstahl ist der 440A. Sehr ungewöhnliche Wahl. Kenne ich bei so großen Messern, in Anführungszeichen modernen Messern, also aus der neuen Burger Magnum Linie, eher seltener. Wird seinen Dienst tun, da mache ich mir keine Sorgen. Ist nicht der schnitthaltigste Stahl, ist aber anständig rostträge und lässt sich leicht nachschärfen. Von daher ist das schon okay. Die Klingenstärke ist sehr satt, überhaupt das ganze Messer ist sehr, sehr stabil ausgelegt. Wir haben fast 4 mm Klingenstärke. Wir haben einen Liner-Lock, der extrem stabil ausgeführt wird. Der macht einen super Dienst, die Klinge steht absolut spielfrei. Das haben die top eingestellt. Hier hinten haben wir ein paar Wellen drin. Das würde ich nicht wirklich ein Jimping nennen, das ist alles sehr weich gehalten. Das ist fast mehr so ein Optik. Zusatz, das soll der Optik gefallen. Wirklich bremsen tut das den Daumen nicht und viel Traktion gibt das auch nicht. Dasselbe muss man auch über das Jimping sagen. Da haben wir einfach wenig Grip, wenig Traktion. Hätten sie weglassen können, meiner Meinung nach. Ist mehr oder weniger mit wenigen Schrauben verschraubt. Die Achsschraube, dann haben wir hier noch eine Verschraubung, was auch als Anschlag dient für die Klinge und hinten noch ein. Hält aber alles sehr, sehr stabil. Also schöne, schöne Fertigungstoleranzen, Fertigungs,
Maße. Und somit das Highlight dieses Griffes ist dieser wunderschöne schwarz-blaue G10-Griff, der 3D konturiert wurde und wunderbar runtergeschliffen. Wo auch immer das gefertigt wird, dieses Messer, das haben die top im Griff. Und das sieht richtig schön aus. Gefällt mir richtig gut. Hab ähnliche G10-Griffschalen an Benchmade-Modellen schon gesehen. Und die waren nicht viel sauberer verarbeitet. Wohl ein Ticken mehr noch, aber das hier ist schon tolle Qualität. Der Klingenstand ist nicht perfekt mittig. Ist aber okay, ist ganz anständig. Der Klingenlauf ist definiert, nicht super weich, aber auch nicht, man braucht nicht super viel Kraft, um das Ding zu bewegen. Das passt schon. Also das gefällt mir alles in allem ganz gut. Preislich liegt das Teil zwischen 30 und 40 Euro, je nachdem, wo man guckt. 30 Euro halte ich für einen realistischen Preis. 40 ist schon wieder ein bisschen, aber geht auch noch. Das ist schon ein sehr solides und anständig verarbeitetes Messer. Der Kai war nicht ganz so damit zufrieden. Ich hatte es halt nochmal auseinandergenommen und finde es schon ganz okay. Der Detent hält die Klinge gut im geschlossenen Zustand, saugt sie schön ein. Also, da dieses Messer weitergegeben wird, wer immer das bekommt, bekommt ihr eigentlich ein ganz anständiges Messer. Man kann den Klingenlauf natürlich noch leichter einstellen, aber dann zieht die Klinge gleich wieder rüber. Von daher ist es jetzt halt ja, nicht der flüssigste, der weicheste Klingenlauf, aber ist, wie ich finde, immer noch schön definiert und das passt schon. Ganz nett. Die Pins lassen sich abnehmen. Und hinten haben wir noch Löcher, damit man einen Fangriemen anbringen kann. Ist hier keine schlechte Idee, da wir ja keinen Clip haben. Die G10-Griffschalen sind ein bisschen kleiner gehalten als die Edelstahlplatinen. Aber dadurch, dass wir keinen Clip haben, hat dieses Messer halt wirklich im Grunde keine Hotspots. Das liegt sehr gut in der Hand. Ist eher was für große Hände, wie gesagt 22 cm, wiegt auch gut was. Das Gewicht werde ich euch hier mal reinschieben. Ja. Und wie ich sagte, die Linie, das Design gefällt mir sehr gut. Die Klinge könnte durchaus ein bisschen schneidfreudiger noch sein, aber auch das ist okay, hat eine gute Länge. Ja, ist einfach ein universelles, anständiges Messer. Gefällt mir ganz gut, was Böker da rausgehauen hat. Alles klar, wie gesagt, meinen besten Dank an Kai geht raus und dann war's das von mir. Jo, bleibt gesund, Peace, ich bin raus.